In den vergangenen Monaten und Jahren hat Jürgen Klinsmann eher Schlagzeilen als Trainer gemacht. Mal mit Erfolgen, aber naja, dann doch immer häufiger mit Misserfolgen. Aber wie gut war eigentlich Jürgen Klinsmann als Spieler? Das ist seine Geschichte. Alles ging 1964 im schönen Göppingen los. Nach ein paar Stationen als kleiner Junge durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Stuttgarter Kickers. Mit 16 bekam er schon einen Vertrag, aber früher, da war das alles noch ein bisschen anders und deshalb bestanden die Eltern darauf, dass er erstmal sicherheitshalber eine Ausbildung in der Bäckerei seines Vaters abschließt. Hat er gemacht, mit 18 wurde er dann trotzdem Zweitliga-Profi. Ein Jahr später war er Stammspieler und mit 19 Treffern einer der torgefährlichsten Spieler der Liga. Er ging zum Stadtrivalen VfB Stuttgart in die Bundesliga. Und auch hier traf er konstant weiter. 15 Tore, 16 Tore, nochmal 16 Tore und dann 19 Tore und damit Torschützenkönig der Saison 87-88. Darunter auch ein wunderschönes, ein Fallrückzieher gegen die Bayern, das Tor des Jahres. Anschließend wurde er auch zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt, nicht das letzte Mal in seiner Karriere. Er ging 1989 ins Ausland, in die Serie A, zu Inter Mailand. Denn da spielten zwei Nationalmannschaftskollegen von ihm, Andreas Brehme und Lothar Matthäus. Trainer zur damaligen Zeit Giovanni Trapattoni. Auch hier hatte er keinerlei Eingewöhnungsprobleme und wurde direkt zum Top-Torschützen des Teams. Zum Weltstar wurde Klinsmann während der WM 1990. Er war einer der wichtigsten Spieler der deutschen Nationalelf, machte auf dem Weg zum Titelgewinn 3 Tore und 2 Vorlagen. Insbesondere das Spiel gegen die Niederlande im Achtelfinale gilt als eins der besten seiner Karriere. Der nächste große Titel folgte direkt im Jahr darauf, als er mit Inter den UEFA Cup gewann. Jürgen Klinsmann war ein Goalgetter, ein Knipser, ein Torjäger, ein richtiger Vollblutstürmer, einer mit dem richtigen Riecher, der immer genau da stand, wo er stehen musste. Abschluss und kopfballstark. Aber er war mehr als das. Er war schnell und hatte eine höhere Laufbereitschaft als viele andere Stürmer. Technisch war das alles sicher keine Offenbarung. Es war nicht immer schön, was er am Ball fabrizierte. Später bekam er sogar den Spitznamen Flipper, weil ihm so häufig der Ball versprungen ist. Aber er war effizient und konnte aus jeder Lage treffen. Und das tat er auch. Egal wann, egal wie, egal wo. Zum Beispiel nach seinem Wechsel nach Frankreich zu Monaco, wo er in seiner Debütsaison 20 Tore schoss. Oder auch 5-mal bei der Weltmeisterschaft 94, weshalb er auch zum 2. Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt wurde. Nicht nur später als Trainer war er sprunghaft, sondern auch damals schon als Spieler. Nach nur 2 Jahren in Frankreich zog es ihn nach England zu den Tottenham Hotspur. Das kam vor allem überraschend, weil die englischen Fans ihn nicht mochten. Klinsmann war ihnen zu theatralisch. Einer, der sich viel zu leicht und viel zu oft fallen gelassen hat. Und deshalb nannten sie ihn auch bei seiner Ankunft abwertend Diver, den Taucher. Hat ihn das gestört? Nicht im geringsten. Er kam und traf. Und das gleich 20 Mal in seiner ersten Premier League-Saison. Nach einem seiner Treffer erfand er dann auch noch einen neuen Torjubel. Angelehnt an seinen Spitznamen, den Diver. Ein Mann mit Humor. Und seitdem auch ein Publikumsliebling auf der Insel. Er wurde sogar 1995 zu Englands Fußballer des Jahres gewählt. Er war damit erst der 2. und gleichzeitig bis heute der letzte deutsche Spieler, der diese Auszeichnung gewinnen konnte. Er blieb allerdings nur ein Jahr und ging zurück nach Deutschland zum FC Bayern. Der mittlerweile 30-Jährige hatte seinen Torriecher noch nicht verloren. 16 Tore in der Bundesliga waren schon gut zum Start in München, aber 15 Tore in 12 UEFA-Cup-Spielen waren noch besser und ein wesentlicher Grund für den Titelgewinn. Im gleichen Jahr führte er außerdem die DFB-Elf als Kapitän zum EM-Titel 96. Er ist mit seinen 47 Treffern bis heute der vierterfolgreichste Torschütze der deutschen Nationalmannschaftsgeschichte. Noch besser als in seinem ersten Jahr lief es im 2. beim FC Bayern. Und das mit einem alten Bekannten an der Seitenlinie. Giovanni Trapattoni und Klinsmann waren wieder vereint und führten die Bayern zur Meisterschaft. Auch wenn es auf dem Weg dahin die ein oder andere Meinungsverschiedenheit gab. Ein Jürgen Klinsmann will nicht beim Stand von 0:0 gegen den Tabellenletzten ausgewechselt werden. Und das machte er auch deutlich, als er seinem Trainer auf Italienisch, frei übersetzt, verpiss dich zurief und dann in eine Werbetonne trat. Eine legendäre Szene und sinnbildlich für seinen Ehrgeiz und Siegeswillen als Spieler. In seinem letzten Profijahr ging es für ein halbes Jahr zu Sampdoria Genua und dann nochmal zurück zu den Spurs, um die mal eben mit 9 Toren in 15 Spielen vor dem Abstieg zu retten. Seine letzten Spiele als Profi machte er allerdings bei der WM 98, wo er zwar noch 3-mal traf, Deutschland aber enttäuschend im Viertelfinale gegen Kroatien verlor. Jürgen Klinsmann hat trotz regelmäßiger Vereinswechsel eine unglaublich konstante Karriere auf absolutem Top-Niveau hingelegt. Egal wo, egal für wen er gespielt hat.
Er hat seine Tore gemacht und davon nicht gerade wenige. Insgesamt über 300 Stück. Einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten. Was sagt ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare und wie immer dran denken, zu liken und zu abonnieren.